Eine Gemeinde ist die bürgernächste Verwaltungseinheit im Staat und hat vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Sie ist ein modernes Unternehmen und ein Servicebetrieb, in dem Kundenorientierung oberste Priorität hat. Neue Tagesordnungspunkt 4, Fraktionswahl der SPÖ, eines Mitgliedes der Gemeindevorstehung, anstelle des Mandates von Johann Bichler. Alle wichtigen Entscheidungen in der Gemeinde werden bei Sitzungen der Gemeindevertretung und des Stadtrates getroffen. Die Vorbereitung erfolgt großteils durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtamtes. Gemeindevertretungswahlen finden alle 5 Jahre statt. Der Bürgermeister wird direkt gewählt. Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. Bürgerinnen und Bürger aus Bischofshofen können in der Fragestunde zu Beginn jeder Sitzung zu den Tagesordnungspunkten Anfragen an den Bürgermeister oder die ressortzuständigen Stadträte stellen. Das Stadtamt besorgt die Geschäfte der Gemeinde. Dieses gliedert sich in mehrere Abteilungen. Leiter des Inneren Dienstes ist der Stadtamtsdirektor in Absprache mit dem Bürgermeister. Der Bürgermeister ist die Vertretung der Stadtgemeinde nach außen. Er nimmt zahlreiche Tätigkeiten wahr und ist für behördliche Aufgaben in erster Instanz zuständig. Dabei wird er von seiner Sekretärin administrativ unterstützt. Die Gemeinde ist erste Ansprechstelle für viele Verwaltungsangelegenheiten des Alltags. So hat die allgemeine Verwaltung zahlreiche Aufgaben. Zieht jemand zu oder siedelt weg, ist der erste Weg ins Meldeamt. Dieses ist unter anderem auch für Volksbegehren und Befragungen sowie für das Strafregister zuständig. Im Bürgerservice ist auch das Fundamt untergebracht. Hier können Gegenstände abgegeben, aber auch abgeholt werden. Zudem werden Plakate genehmigt, die Fremdenverkehrsstatistik erstellt oder auch Familienpässe ausgegeben. Weitere Aufgaben der allgemeinen Verwaltung sind Verwaltungsstrafsachen, die Durchführung von Wahlen, Staatsbürgerschafts-, Wohnungs- und Sozialangelegenheiten sowie die Friedhofsverwaltung. Auch Personalausweise und Reisepässe werden ausgestellt. Für standesamtliche Hochzeiten steht ein schöner Saal zur Verfügung, in dem auch die Sitzungen der Gemeindevertretung stattfinden. Das Standesamt ist zudem für die Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden zuständig. Oft besuchen auch Schulklassen das Stadtamt. Wir haben einen relativ umfangreichen Aufgabenbereich. Ein Bereich davon ist zum Beispiel die Erteilung von Baubewilligungen. Und alles, was jetzt auch die Raumordnung, die Ortsbildgestaltung, die Verkehrsplanung, Angelegenheiten der Wildbach- und Lawinenverbauung, des Straßenverkehrs und der Feuerpolizei werden im Bauamt erledigt. Kanal und Wasser, Straßen- und Orientierungsnummern, Grundverkehrsbescheinigungen sowie Energiefragen zählen ebenso zu den Aufgaben. Was haben wir jetzt im Archiv vom Bauamt? Das heißt, es gibt im Gemeindegebiet ungefähr, weil ich glaube, 3000 Objekte. Für jedes Haus gibt es zum Beispiel ein oder zwei so Fachschaften. In der Finanzdirektion werden der Jahresvoranschlag, die mittelfristigen Finanzpläne und die Jahresrechnung erstellt. Hier erfolgen auch die Einhebung der Abgaben und Gebühren, die Verwaltung der Darlehen, die Buchhaltung, der Zentraleinkauf sowie die Führung der Kassageschäfte. Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Lohnverrechnung sind Aufgaben des Personalamtes. Das Umweltamt organisiert die Abfallwirtschaft. Es ist zuständig für das Altstoffsammelzentrum, das ARA-System, aber auch für Fragen des Zivilschutzes und den Citybus. Das Ordnungsamt kümmert sich um die Parkraumüberwachung. Und wenn sie um 5 nach halb 4 herkommen, dann dürfen sie auf 15.45 Uhr stellen. Auch die Kontrolle der Marktordnung, des Ortsbildschutzes
sowie Straßen- und ortspolizeiliche Maßnahmen zählen zu den Aufgaben. Die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit betreut die Stadtzeitung, den Presse- und Bilderdienst sowie den Webauftritt. Diese ist zudem für Projektentwicklung und Veranstaltungen sowie für Kultur, Sport und Bildung zuständig.